Moin, ich bin Jördis Werder. Ich bin Tweedusen und Fähr in Wilhelmshaven geboren. Ich wohne in Nebenbrook und ich lebe in Plattitzbrook. Moin alte Sohn und von harten Willkommen zu Platt für junge Lü oder auch Platt für Anfängers. Von Dogen sind wir bei der TMV Rodenkirchen und wir kriegt uns von Dogen und in den nächsten Folgen mal die Instrumenten näher an. Hallo und herzlich willkommen zu Platt für junge Lü oder auch Platt für Anfänger. Heute sind wir beim TMV Rodenkirchen und gucken uns heute und in den nächsten Folgen mal genauer die Instrumente an. Van Dogen fangen wir an mit der Dwerfsfleut und der Dwerfsfleut ist spielig auch Silbens. Sie hat drei Delen, wir haben das Mundstück, den Mitteldel und auch das N von der Flöte oder auch von der Dwerfsfleut in diesem Fall. Mit der Querflöte fangen wir heute an. Die spiele ich auch selbst und die Querflöte besteht aus drei Teilen. Wir haben hier einmal das Mundstück, dann haben wir das Mittelteil und das Ende von der Flöte oder auch der Querflöte in diesem Fall. Der Dwerfsfleut gehört zu den hohen Holzblasinstrumenten. Die Querflöte gehört zu den hohen Holzblasinstrumenten. Sie hat Klappen und jede Klappe bedeutet, dass das ein Ton ist. Sie hat Klappen und jede Klappe bedeutet ein Ton quasi. Das heißt, wenn ich nur einen Finger wegnehme, dann bedeutet das, dass jemals einen Ton nur oben geht. Das heißt, wenn ich hier jetzt jedes Mal einen Finger wegnehme, dann geht jeder Ton immer ein weiter nach oben. Anders als bei der Blockflöte habe ich hier eine Mundplatte. Das heißt, ich muss Silben stören, wo ich meine Luft in die Flöte puste, damit dort ein guter Ton bei rumkommt. Anders als bei der Blockflöte haben wir hier eine Mundplatte. Das bedeutet, dass ich selbst meine Luft steuern muss und auch den Winkel, wie ich die Luft in diese Flöte puste, damit da ein ordentlicher, klarer Ton bei rauskommt.